Was geht ab, meine Siegfighter, Ozer hier und willkommen zum Banner-Preview des nächsten Dokkan-exklusiven Charakters für die globale Version. Und es ist MVP C17 und nicht Evolution Vegeta. Eigentlich sollte Evolution Vegeta als nächstes kommen, wenn wir nach der japanischen Reihenfolge gegangen wären. Aber deswegen habe ich euch immer und immer wieder gesagt, wenn ihr mich gefragt habt, Ozeru, wann kommt Evolution Vegeta? Ich habe dann angepeilt wegen der Reihenfolge in JP, dass eigentlich als nächstes kommen sollte nach der Celebration Anfang Oktober, wenn nichts vorgeschoben wird. Und mit diesem, wenn nichts vorgeschoben wird, das habe ich schon ernst gemeint, weil wir wissen ja, Global kann alles hin und her schieben und im Endeffekt wurde quasi Vegeta verschoben und C17 kommt als nächstes. Nun, warum kam es dazu? Zum einen ist ganz klar, okay, C17 ein sehr wichtiger Partner für LA, Goku und Freezer, diese kamen neulich raus. Zum anderen kann es aber auch daran liegen, dass sie wahrscheinlich bewusst sind, dass Jiren und Evolution Vegeta eine sehr gute Einnahmequelle sind, also zwecks Cash, und deswegen eventuell manche viel investiert haben jetzt in der letzten Zeit beim dreijährigen 250 Minuten Celebration Banner und deswegen man quasi das verschoben hat, oder aber auch vielleicht liegt es daran an einer Werbestrategie, denn mit C17 kommen ja auch die Fighters Charaktere und in Fighters ist ja unser MVP C17 der letzte beziehungsweise aktuellste, neueste DLC-Charakter gewesen. Ob so oder so, Freunde, lasst mich wissen, was ihr davon haltet, dass er vorgeschoben wurde. Freut ihr euch nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es könnte wirklich, also ja, an vielen Sachen liegen, warum er vorgeschoben wird, etc. Sei es whatever. Aber worum es geht, ist quasi heute im Banner-Preview. Er ist der nächste Charakter, dementsprechend gucken wir uns alle Informationen dazu an. Nun, unser Boy kommt am 4. Oktober, 8.30 Uhr unserer Zeit raus. Heute kam die News rein, in zwei Tagen wird das üblicherweise erscheinen. Und das sehen wir auch an dem Ablaufdatum hier. Falls ihr euch fragt, könnte es sein, dass Jiren mit C17 kommt, sein Dokument? Ich denke nicht. Warum? Denn sonst wäre Jiren sein Dokument ebenso in den News. Aber das ist es nicht, Freunde. Deswegen konzentrieren wir uns ganz und gar auf unser Boy MVP C17. So sieht unser Boy aus, wenn er droppt. In der SSR-Stufe, wir gucken uns gleich detaillierter an, aber was es wichtig ist zu sagen, gibt auf jeden Fall jetzt schon mal für euch, ihr könnt diesen Int C17 farmen aus dem Tournament of Power Story Event auf Stage 6. Erholt euch da 9 Stück, wenn ihr vorhabt, für C17 zu sammeln, denn wenn ihr diese 9 auf den UR-Status bringt, dann geben sie 100% jeder einzelne für unseren Boy MVP C17. Wir werden dann natürlich 77 neue Medaillen, die neuen Dokkan-Medaillen, die kommen werden mit seinem Dokkan, brauchen, um ihn zu awaken. Und dann schauen wir uns unseren Boy mal hier an der Stelle detaillierter an. So sieht unser Boy aus auf der TOR-Version. Und zwar ist er der Android-Kategorie-Leader. Wir schauen uns die Kategorie gleich detaillierter an. Er gibt diesen Ki plus 3 auf HP und Attack 170% und auf die Verteidigung 130% oder super physisch Charakteren gibt der Ki plus 3 auf HP Attack mit 90%. Er macht immens Damage mit seiner Ulti und verwendet Angriff und Verteidigung des Gegners. Dementsprechend wissen wir ja, ist er sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Vorbereiter und Partner für LA Goku und Freezer. Aber auch unabhängig davon ist er auch sehr solide selbstständig. Denn wenn er eine Ulti startet, bekommt er 120% auf seinen Angriff. Zusätzlich gibt er jeden, Freunde, jeden Verbündeten Ki plus 3 auf die Verteidigung 60%. Sowohl in seinem Android-Team als auch in jedem anderen Team, in dem er vertreten ist, ist das wirklich ein sehr, sehr super Bonus, den jeder Charakter, jedes Teammitglied auf jeden Fall mitnehmen kann. Zusätzlich dazu bekommt er selbst noch minus 40 Damage Reduction, wenn seine HP 77% oder drunter sind, oder unsere HP besser gesagt. Dementsprechend ist er auch, er ist overall wirklich, also ist so ein Gegenstück, so ein Gegenspieler zu Rosé. Ich finde ihn sehr ähnlich mit wie Rosé. Rosé ist quasi der Allrounder für seine Villains. Und dieser Dude ist einfach für jeden der Allrounder. Gibt jedem Ki plus 3, Verteidigung 60%. Und speziell quasi für LRGF ist er quasi ja der beste Vorbereiter, den es gibt für ihn, sage ich mal so. Alright, Android Assault sind deine Linkskills. Twin Terrors, Infinite Energy, Rival Duo hat er. Wie gesagt, ganz wichtig für LRGF. Shock and Speed, Turn of Power ebenso und Fierce Battle. Jetzt in der Kategorie Android, Universe Survival Saga und Representatives of Universe 7. Ansonsten wäre es das eigentlich so viel zu unserem Boy. Wie gesagt, behaltet im Hinterkopf mit der fahrbaren Essay. Zusätzlich zu unserem Boy, der wirklich sehr solide ist, den man nicht unterschätzen soll, kommt aber auch noch, wie gesagt, die Fighters Charaktere, unter anderem C21. Und diese sollten eigentlich erscheinen, denn ich sehe keinen Grund, warum sie nicht erscheinen sollten. Denn Fighters ist auch außerhalb von Japan lizenziert und deswegen freue ich mich auch auf diese Charaktere. Für sie werden wir 35 von den neuen C17 Dokkan-Medaillen brauchen. Jetzt seht ihr es. Und zwar, wenn wir sie awaken, wird unsere
C21 Folgendes tun können. Sie ist auch eine Android-Kategorie-Leaderin, aber sie ist nicht Dokkan-exklusiv. Ähnlich wie Messane, Tapin etc., die auch ein Dokkan-Event haben, beziehungsweise sie hat kein Dokkan-Event, aber sie kann man Dokkan awaken. Sie an der Stelle wird in Zukunft auch in jedem anderen Banner nicht gefeatured enthalten sein. In C17's Banner, den wir uns nachher noch gleich anschauen werden, ist sie natürlich gefeatured. Sie gibt in Android-Kategorien Key plus 3 auf HP Attack und F 150%, macht immens Damage und hielt sich um 10%. Sie gibt sich selbst Key plus 3 auf den Angriff und auf die Verteidigung 90%, tut den Angriff und die Verteidigung des Gegners um 20% für 2 Runden senken, den sie angreift. Das ist ein Debuff, ist auf jeden Fall nice. Und dann hat sie noch eine Transformation, wenn die Bedingungen stimmen. Die gucken wir uns gleich an. Links hier sind Undash, Android Assault, Metamorphosis, Battlefield Diva, Brainiacs, Fear and Fate, Big Bad Boss, Fierce Battle, Android Full Power Kategorie ist enthalten. Natürlich, Full Power haben wir noch nicht auf Global. Aber ihr merkt schon, also C17 war eigentlich der Charakter, der vor LRGF kam in JP. Heißt, er ist relativ neu in Dokkan Battle JP gewesen und wir bekommen ihn jetzt schon. Das merkt ihr an Global, sie können wirklich alles hin und her schieben. Und das müsst ihr einfach hinnehmen, Alles klar, wie transformiert sie sich? Nun, ab Anbeginn der vierten Runde hat sie eine 30%ige Chance, wenn die HP zusätzlich 50% oder drüber sind, sich zu transformieren. Sie frisst dann Cell und wird dann zu dieser Form hier. Was ändert sich? Sie macht immerhin weiterhin immens Damage, verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Das ist neu hinzugekommen. Key plus 3, Attack und F 130%, hielt sich als Start of Turn um 13% und tut Enemies Guard Disable, wenn sie eine Ulti startet. Heißt, sie ignoriert quasi Typen Nachteil, wenn sie den Gott des Gegners aktiviert, macht immer mindestens neutralen Schaden. Ansonsten wirklich sie auch eine solide Unit. Zu ihr kommt noch ein letzter Charakter, auch aus der Fighters-Reihe. Unser Boy C16, ihn kann man erwecken mit folgenden Medaillen. 21 aus dem C17-Event, was kommen wir, Dokkan-Event, und 7 aus dem Strike-Event von C16. Und zwar sieht das Ganze dann hier folgendermaßen aus. Unser Boy, Super-Deck-Charakter, in Keep-Luster, HP, Drift 90%, macht erhöht greatly seine Verteidigung für eine Runde, macht Supreme Damage auf den Angriff und auf die Verteidigung hat er 80%. Zusätzlich bekommt er 30% pro Android-Kategorie-Mitglied im Team auf die Verteidigung bis zu 90% und er hat eine hohe Chance, die einen Guard gegen alle Angriffe des Gegners zu aktivieren. Was heißt das mit diesem Guard-Schutzschild? Das heißt, er hat mindestens immer Typen, er hat niemals Typen-Nachteil, sagen wir es so, er macht. Also dieses God heißt, wenn jemand einen God aktiviert oder gegen God ignoriert, dann wird quasi der Typen-Nachteil ignoriert und es wird immer auf den neutralen Schaden. Immer der neutrale Schaden wird angewendet. Was heißt das? Bei C16 speziell, wenn sich seine God aktiviert und zum Beispiel, keine Ahnung, ein Int-Charakter ihn angreift, dann hätte der Int-Charakter ja eigentlich Typen-Vorteil, aber weil er seine God aktiviert, trifft das nicht zu. Dann macht dieser Int-Charakter nur neutralen Schaden gegen ihn. Das ist das mit dem God. Gentleman, Android, Assault, Tough, S, Nades, Mechanicals, Menaces, oder whatever, Revival, Rival, Duo, Fierce Battle, Android, Resect, Warrior, der ist wirklich ein sehr guter, reiner Tank. Soviel zu den neuen Charakteren, schauen wir uns mal das Banner an, beziehungsweise bevor wir zum Banner kommen, ganz wichtig natürlich die Kategorie. Android-Kategorie sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, die Kategorie ist wirklich sehr solide, es gibt viele Android-Charaktere, die man hier gut spielen kann, natürlich braucht man einen und den anderen, um das Spiel richtig ausbauen zu können, aber ansonsten, außerhalb davon ist eine gute Kategorie, wir bekommen, eigentlich sollte das Story-Event noch online kommen mit der C21, mit der anderen, die kann man als Supporterin benutzen für das Android-Team, die ist auch wirklich sehr, sehr solide, ist ein Free-to-Play-Charakter, das Story-Event sollte wie gesagt auch die Tage kommen mit dem Event. Ansonsten sehen wir hier noch LSL. Ich denke und schätze sehr stark, dass LSL auch vorgeschoben wird, weil LSL kam ja auch zeitgleich mit C17. Was ich denke ist jetzt, quasi in 2 Tagen wird das Ganze online kommen. 3 Wochen wird so das Dokkan-Festival-Banner online sein, mehr oder weniger ist immer die Timeline für ein Dokkan-Festival. Und dann sollte danach vielleicht zu Halloween ein Legendary Summon kommen mit LSL. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das vonhanden gehen wird. Also den können wir uns auch in die Visier nehmen. Ansonsten in die Android-Kategorie gibt es wirklich sehr gute Charaktere. Natürlich braucht man, wie gesagt, die richtigen, aber außerhalb davon gibt es auch gute Free-to-Play-Varianten. Heißt zum Beispiel C18, C17, die wir neulich oder aktuell uns erfarmen können. Auch für die Essay von C17, die kann man auch mit rein tun. Also die Android-Kategorie würde ich nicht unterschätzen, meine Freunde. Die ist echt solide. Kommt die Tage vielleicht noch ein Showcase auf euch zu. Denn auf JP hatte ich das Glück um sie. Und C21 konnte ich ziehen durch ein Single-Sum. Wie gesagt, haltet da die Augen offen eventuell. Und wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu da seid, Freunde, und das Ganze euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Lange Rede, kurz Sinn. Hier sind wir quasi bei den Bannern. So soll das
mehr oder weniger aussehen. Wir bekommen den C17 Banner mit einem Kategorie Banner und dann quasi danach LSL Banner. Wenn wir uns den C17 Banner anschauen, zur Frage Banner Preview, wer sollte hier summonen, was will man aus dem Banner haben? Natürlich könnte es auch sein, ja, es sind ja Änderungen vorbehalten, dass das Banner ein bisschen anders aussehen könnte wie in JP. In JP sah das folgendermaßen aus. Typisches Sokran-Festbanner, 10% auf SSR, 5% gefeatured, aufgeteilt, 5% für nicht gefeatured. Und aus dem Banner, wenn wir uns die Feature-Charaktere ansehen, okay, wir bekommen einen neuen Android-Leader. Wir haben Android-Leader zum einen C17, aber auch C21. Wenn ihr einen von den beiden zieht und Android-Team bauen könnt, spielen wollt, dann ist auf jeden Fall solide. C16 ist ein Android-Charakter, Cell genauso, Super 17 genauso, dieser Cell genauso, die Charaktere ebenso. Aber was macht Tapion hier? Ohne Spaß, keine Ahnung, warum Tapion hier ist. Und Tapion wollte eigentlich nicht aus dem Banner. Was wollt ihr aus dem Banner, um es wegzusagen? Natürlich, Freunde, natürlich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich nicht viele Stones haben etc. Und jetzt ist C17 ein Charakter, den man eigentlich auch gebrauchen könnte. Und ich sage gebrauchen könnte, das kommt wirklich auf euch selbst an. Solltet ihr hier summonen, müsst ihr mit euch selbst absprechen. Denn C17 könnt ihr zum einen gebrauchen, wenn ihr LRGF habt, wenn ihr ein LRGF-Team habt, den LRGUK und Freezer gezogen habt, dann wäre ein C17 früher oder später nicht verkehrt. Wenn ihr euch gedulden könnt, spart natürlich noch. Wenn ihr für Evolution Vegeta sparen wolltet, dann spart weiterhin. Dann ist es vielleicht für den einen oder anderen besser. Wer auf C17 sparen wollte, der ist jetzt ein bisschen ja im Nachteil. Jetzt quasi ist er da. Wann er wieder zurückkommen wird, könnte lange dauern. An sich, das Banner gibt, um ehrlich zu sein, nur das her, was man will. Und das ist eigentlich nur C17 oder halt ein Android-Team, wenn man damit rausgehen will, wie C21. Aber C21 wird auch in Zukunft in jeden anderen Banner nicht gefeatured sein. Der Tag-Cell hier zum Beispiel, wenn ihr euren Red Dragon Sword noch habt und nicht ausgegeben habt, dann würde ich zum einen euch raten, das demnächst zu tun, weil die fallen ab. Aber zum anderen könnt ihr euch zum Beispiel den aus dem Red Dragon Sword holen. Und ansonsten Super 17 haben vielleicht auch ein paar von euch gezogen, weil der war ja eigentlich mit Freezer online. Ihr merkt schon, der ist eigentlich aktuell online. Vielleicht könnte das Banner sich auf ein oder andere Art und Weise ändern, aber wenn wir das Ganze sachlich sehen, dann wollt ihr eigentlich hier nur mit einem C17 rausgehen. Deswegen, Freunde, müsst ihr wirklich mit euch selbst entscheiden, ob ihr summonen wollt oder nicht. C17 ist auf jeden Fall selbst als Dealer gut oder im LRGF-Team, wie gesagt. Ansonsten lasst mich auf jeden Fall wissen, werdet ihr summonen? Ja, nein. Falls diejenigen, die summonen werden, denen wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Und bevor das Ganze allzu bisschen komisch wird mit den ganzen Wörtern und den ganzen Sätzen, mit denen ich mich hier verstricke, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.